Der 30-teilige Universal-Radnamen- und Gelenkwellenabzieher kommt in diesem riesen Koffer und was da alles drin ist, schauen wir uns jetzt mal an. Das Herzstück des Satzes ist dieser Radnabenflansch. Dieser hat einen Arbeitsdurchmesser von 90 bis 130 mm. In der Mitte eine Aufnahme, einmal um den Flughammer aufnehmen zu können, beziehungsweise einmal die Spindelvariante. Der Flughammer selbst hat ein Gewicht von 4,3 Kilo und wird über diese Stange geführt. Um den Radnabenflansch mit der Radnabe zu verbinden, sind natürlich auch die dementsprechenden Bolzen im Satz enthalten. Und zwar einmal die Variante für Fahrzeuge mit normalen Radbolzen. Und da haben wir die Version in M12x1,25. M12x1,5 und hier oben M14x1,5. Auch an Fahrzeuge mit Stehbolzen wurde gedacht. Da haben wir dann hier oben einmal die Variante M12x1,25 und hier drüben M12x1,5. Jeweils sind 4 Stück im Satz enthalten.